Also ich hatte vor 2 Jahren die Idee, zum 30-jährigen TSF-Jubiläum irgendwie einen richtig coolen LKW zu bauen oder irgendetwas Besonderes für die Leute und für die Firma zu machen. Ja, und da bin ich auf die Idee gekommen, halt einen LKW aufmotzen zu lassen bzw. tunen zu lassen. Angefangen hat es vor 2 Jahren und eigentlich damit, dass Dirk neben mir im Büro stand und gesagt hat, letzte Nacht ist mir eine Idee gekommen, das, was man hinten dran bauen kann, kann man auch vorne dran bauen. Und durch einen Zufall bin ich dann drauf gekommen, diese LKW-Form mit dem Hauber ist eine sehr klassische LKW-Form, die sieht man heutzutage nur noch ganz, ganz selten. Ja, dann haben wir den Kontakt zu den Scania-Vertreter oder zu Scania Hamburg aufgebaut und haben dann das Projekt sozusagen begonnen. Also das Grundfahrzeug ist ein Scania S500. Den haben die Holländer bei Vlastuin umgebaut zu einem sogenannten Torpedo. Ist so ein bisschen angelehnt an die historischen Fahrzeuge von Scania. Das erste, wo ich mich daran erinnern kann, ist, dass vor gut 2 Jahren Dirk mich anrief und sagte, wir wollen was Besonderes machen. Und hat mich erstmal auf die Suche geschickt. Und dann ging es für mich erstmal los, wie können wir sowas vielleicht umsetzen. Wenn es um so ein Projekt geht, dann führt da kein Weg an der Firma Vlastuin aus Holland vorbei. Das ist eigentlich das, wo ich mich am besten dran entsinnen kann, weil Dirk braucht ja doch ein bisschen was Spezielleres für seine Containertransporte. Dann sprach ich die an und sagte, können wir das so machen? Können wir die Komponente mit reinnehmen? Und die einzige Antwort, die immer wieder kam, war, kein Problem, kein Problem. Können wir machen, kein Problem. Und letzten Freitag war es dann endlich so weit, als wir alle zusammen nach Holland gefahren sind und das Fahrzeug abgeholt haben. Ja, denn als wir hier angekommen sind, ist das Auto direkt erstmal zum Folierer gegangen. Dort haben wir dann das Design erstellt und Vorlagen bekommen, was eventuell gut aussehen würde, seiner Meinung nach. Dann hatten wir noch einen Termin mit einem Gutachter. Natürlich haben wir alle ein bisschen gezittert, dass wir überhaupt eine Genehmigung bekommen. Sonst hätten wir für jeden 40er Container eine Sondergenehmigung bekommen müssen. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so gut wird. Also im Allgemeinen die Abholung, die letzten paar Wochen, sage ich mal, waren der absolute Oberhammer. Der Alexander ist schon 15 Jahre für mich tätig, ist ein sehr in sich gekehrter und ein sehr positiver Mensch. Er hat immer einen sehr versteckten Witz in sich. Man traut ihm das immer gar nicht so zu, wenn er dann manchmal so reinkommt. Und ist ein sehr zuverlässiger, ein sehr guter LKW-Fahrer. Ich hatte ihm das vorher ein bisschen erzählt, dass sowas kommt für ihn. Und da hat er mir erzählt, dass das schon immer sein Traum war oder sein lebenslanger Traum war, so einen LKW oder einen richtig aufgemotzten LKW zu fahren. Also das wird wirklich spannend werden mit ihm, weil er weiß ja nur, dass er einen neuen LKW kriegt und dass es irgendwas Umgebautes ist, aber nicht was es ist. Der wird sich riesig darüber freuen. Er wollte schon immer so ein Auto fahren. Also er erzählt uns, seitdem er weiß, dass es ein aufgemotztes Auto wird, erzählt er, dass er darauf einfach total Lust hat. Ne? Ich glaube, dass das hier schon besonders für ihn werden wird. Dann muss ich dir gleich was richtig Schönes zeigen, was ich dir da drauf gemacht habe. Der flasht dann weg, ne? Ein ereignisreicher Tag geht zu Ende oder hat ein glückliches Ende heute gefunden. Wir haben 2 Jahre geplant und viele schlaflose Nächte gehabt und freuen uns jetzt, oder ich freue mich und bin unendlich stolz, das Ergebnis zu präsentieren. Er heißt eigentlich Alex, aber alle nennen ihn oder kennen ihn unter Baron von Stroh. Und ja, das ist so früher, wir hatten 1, 2 Alexe in der Firma und um das dann eben halt zu unterscheiden und die Einteilung leichter zu machen, ist das unser Baron von Stroh geworden und das haben wir in der Netz nochmal als i-Tüpfelchen oben an die Tür geschrieben, damit er weiß, wo er hingehört, ne? Ja, heute ist ein besonderer Tag für mich. Gestern habe ich darüber nichts gewusst, aber heute gekriegt diese Überraschung von Dirk und Sharina. Ja, wirklich, ich weiß es nicht zu sagen, ja, aber ja. Von Anfang an habe ich nicht daran geglaubt, dass dieses Projekt jemals
ankommen wird, dass wir jemals vor diesem fertigen Jubiläumstruck stehen. Und ich glaube, wir können alle mit gutem Gewissen nachher nach Hause fahren und gebührend diesen Abschluss heute feiern. Das, glaube ich, war eine richtig runde Sache heute mit unserem Alexander. Und ja, ich freue mich einfach, dass wir es jetzt geschafft haben, den LKW auf die Straße zu bringen und unseren Alexander zu übergeben. Oder unseren Baron von Stroh, muss ich ja sagen. Unser Baron. Muss ich richtig sagen, ne? Ja, immer.